Der aktuelle Blütenbericht vom farbigen Alpenblumenweg. Mit der Blumenrangerin Margrit direkt vom Bettelberg. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Hier vom Alpenblumenweg. Zmitz aus unseren Ankenbälleni. Heute zeige ich euch einmal, wer die Bestäuberin ist vom Ankenbälli. Respektive der deutsche Name ist europäische Trollblume. Wenn man bei den Ankenbälleli bleibt stehen, sieht man auf einmal ganz viele kleine Flügel landen. Und die probieren dann dort hineinzukommen. Und tatsächlich ist es so, dass das Ankenbälli während der Blüte nie auftut, also immer das Kugel hat. Und da ist der Eingang sehr eng. Und das weiss eben nur das kleine Flügel, wie man da reinkommt. Oder ab und zu noch einen Käfer. Dabei handelt es sich um die Bestäuberin vom Ankenbälli oder von Trollblumen, nämlich um die Trollblumenfliegen. Das Flügel kragt dort drinnen und macht praktisch alles dort drinnen. Also sie trifft sich mit dem Männchen hinter verschlossenen Vorhängen oder besser gesagt hinter den verschlossenen Blütenblättern. Sie legt dann nachher Teile in Fruchtknoten vom Ankenbälli. Und wenn die schlüpfen, fressen sie dort drinnen den Fruchtknoten. Jetzt habe ich noch eine riesen Überraschung, eine riesen Entdeckung. Nämlich ist hinter mir hier im Gras ein Nachtpfauenauge. Und zwar ist das jetzt ein weibliches Nachtpfauenauge und hängt hier im Gras und ist am Schlafen. Eine riesen Entdeckung ist es deswegen, weil man diesen Nachtfalter eigentlich selten sieht. Zwar hängen die Weibchen den Tag durch so im Gras und sie im Schlafen, aber sie lebt etwa nur eine Woche. Die Raupe vom Nachtpfauenauge ist so eine richtige Raupe nimmer satt. Die frisst und frisst und frisst sich Reserven an. Weil der Falter, wie wir ihn hier sehen, hat kein Mundwerkzeug und muss darum von diesen Reserven leben. Hast du gesehen, wie man hier oben am bequemsten schlafen kann? Man nimmt einfach ein Wisch Gras, hat sich daran, tut die Fühler oben nach und schläft. Und sie schläft wirklich ganz fest. So, das wär's gsi für heute. Ich habe jetzt so richtig Lust bekommen auf einen Ankenschnitti. Und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! Die nächste Folge vom Blütenbericht mit der Margrit kommt sobald die nächsten Blumen blühen. Die Margrit schreibt ihr ein E-Mail, sobald es soweit ist. Meld dich an, für keine Folge zu verpassen, auf alpenblumenweg.ch.